Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Heute geht es um das Xiaomi Mi Book. Ich habe ja die kleinste Version, 12,5 Zoll, lüfterlos mit einem M3 und ich nehme es direkt vorweg, ich bin total zufrieden. Ich habe die Kiste jetzt schon länger im Einsatz, aber viele haben mich gefragt, du Technik-Faultier, wann kommt das nächste Video? Wo bleibt das Einrichtungsvideo? Ich spiele mit dem Gedanken, mir so ein Teil zu holen, höre da aber immer wieder, es gibt Probleme, dann ein deutsches Windows drauf zu installieren. Man könnte jetzt zum Beispiel auch irgendwas anderes, Linux draufpacken oder sowas. Aber die meisten wollen sich das Ding halt günstig in Asien schießen. Ich glaube, da sind gerade wieder die Angebote, deswegen kommen gerade so viele Fragen. 450 bis 500 Euro. Und dann steht man hier, hat aber eine Version, da gibt es nämlich zwei verschiedene Ausführungen. Entweder ein nicht aktiviertes US-AMI Windows 10 oder ein aktiviertes Windows 10 chinesische Version. Dann gehen halt viele hin und versuchen, aus dieser chinesischen Version den Produktkey auszulesen. Das funktioniert, da gibt es genügend Anleitung. Wenn ich dann aber mein deutsches Windows installiert habe und diesen Produktkey eingebe, dann sagt er in der Regel, Produktkey funktioniert nicht. Dann gibt es einige ganz Schlaue, die probieren das dann über die KMS, ich glaube, Key Management Service oder Server Systems von Microsoft, die Dinger dann so noch von Hand ein bisschen, um die Ecke zu aktivieren. Da hat man so eine Chance, ja oder nein. Ich bin dann aber eher auf der Seite bei denen, die sagen, piep drauf. Jetzt nicht aus irgendwelchen paranoiden Gründen. Vielleicht haben mir die Chinesen irgendwas drauf installiert oder ich traue dem Shop nicht, ich mache alles platt, sondern einfach, damit man es einfach platt macht, von Grund auf ein deutsches Windows draufzieht, das werden wir gleich machen. Und dann kann man ja immer noch seinen eigenen Produktkey draufschieben. Vielleicht hat man ja noch einen oder man bekommt günstig einen oder geschenkt einen von der Bildungseinrichtung, Schule, Uni oder sowas. Oder man hat sich einen gekauft oder man hat noch günstige OEM-Keys, die ja inzwischen ja dann auch legal sind. Doch sind sie, aber wobei, da muss man auch drauf achten, von wem man die kauft. Bei einem 3-Euro-Key von eBay, naja. Aber wir legen jetzt einfach erstmal los. Und zwar, wir brauchen einen USB-Stick, gehen auf die Windows-Seite, ich verlinke das gleich da, und da gibt es das Media Creation Tool, laden eine Windows 10 ISO runter, installieren die auf dem Stick, das funktioniert fast komplett automatisch, und dann starten wir das Mi Book, hämmern wie wild auf F2 rum, denn wir müssen die Bootreihenfolge ändern, damit der auch schön von dem Stick zuerst bootet und damit wir von da Windows installieren können. So, wir sind auf der offiziellen Windows-Seite. Sie möchten Windows 10 auf Ihrem PC installieren. Jetzt Tool herunterladen. Das ist der Punkt, den wir haben wollen. Der lädt das fix runter. Wir führen das Media Creation Tool aus, akzeptieren die AGB. Jetzt müssen wir die erste Änderung von dem Installationsmedium auf einen anderen PC installieren. Jetzt fragt er mich, welche Version ich denn haben möchte. Ne? Das hier ist das Empfohlene für diesen PC. Häkchen rausnehmen, dann kann ich hier auch alles ändern. Also Sprache von Deutsch ändern, Windows 10 und halt welche Version. 64-Bit bietet sich für die Xiaomi-Dinger absolut an. Dann kommt die Warnung, achten Sie darauf, dass es auch die gleiche Version ist, sonst haben Sie Probleme mit dem Produktkey, aber das haben wir ja sowieso. Jetzt ist die Frage im nächsten Schritt nach dem USB-Speicherstick, mindestens 4 GB und der ISO-Datei, wenn ich was auf DVD brennen will. Aber da die Xiaomi-Dinger ja überhaupt kein DVD-Laufwerk haben, USB-Speicherstick wollen wir wissen. Dann natürlich auch im nächsten Schritt unseren USB-Stick auch am Rechner einstecken. Einmal auf Laufwerke aktualisieren dann klicken und unser Stick wird angezeigt. Wir machen weiter. Vorbereitungen laufen und jetzt passiert ja nichts anderes, als dass er Windows 10 anfängt runterzuladen. Je nach Internetverbindung dauert das ein bisschen länger oder weniger lang. Installiert es auf dem Stick und dann sind wir fertig. Ach ja, noch für den Fall, wenn doch jemand seinen Windows-Key auslesen möchte, einfach unten Command eintippen, also CMD, Eingabeaufforderung starten, kann man natürlich auch anders machen. Und dann ist das dieser lange Code, den man einmal eingibt und dann Enter drücken und dann wird der Windows-CD-Key angezeigt. Mache ich natürlich jetzt nicht. Unser USB-Stick mit Windows 10 drauf ist jetzt fertig, den stecken wir einmal ein. Und dann starten wir das Gerät und hämmern dann wie wild auf F2 rum, sobald es hier anfängt zu leuchten. Mit F2 kommt ihr nämlich ins BIOS und da müssen wir ganz kurz die Bootreihenfolge ändern. Da sind wir auch schon und sie haben es ziemlich einfach gestaltet. Main Security Power Boot, Enter mit rein und dann sind wir in der nächsten Spalte. Bootmodus, USB Boot muss auf Enabled stehen, damit das funktioniert. Und dann müssen wir die Boot Device Order ändern. Da ist nämlich jetzt die Windows-Platte an 1, das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen jetzt die
den USB-Stick an 1 schieben. Und dann ist jetzt die Frage, Change Values F6, F5, das wäre dann du. So, jetzt haben wir den USB-Stick an 1 gestellt. F10 zum Speichern und Verlassen. Na, genau, einmal mit, ne, war das, war doch F10? Achso, wir müssen, gut, dann einmal runden. Na, ist doch jetzt ausgewählt. Warum lässt er mich dann mit F10 nicht hier raus? Drücken Enter, Enter. Gut, haben wir jetzt geändert. Also erstmal raus, jetzt F10 speichern, genau. Er verlässt das BIOS, sollte dann direkt noch einmal starten. Und wenn wir das jetzt richtig gemacht haben, dann lädt er jetzt, der USB-Stick beginnt zu blinken. Immer ein tolles Zeichen. Also der lädt jetzt einmal das Windows 10 Setup-Programm. Da können wir jetzt auswählen, Deutsch, Deutschland, Deutschsprache, alles okay. Im nächsten Schritt dann die Frage nach jetzt installieren. Genau das wollen wir. Und da kommt jetzt die Frage nach Windows aktivieren. Das würde ich jetzt erstmal überspringen und einfach sagen, ich habe keinen Produktkey. Ihr könnt dann nachher sowieso fast alles von Windows 10 problemlos nutzen. Ihr könnt so ein paar Einstellungen noch nicht ändern, so Designänderungen machen, bis ihr Windows 10 aktiviert habt, aber da habt ihr jetzt ein bisschen Zeit. Jetzt kommt die Frage, welches Windows 10 wir denn installieren wollen. Da hängt es jetzt natürlich auch davon ab, welche Windows 10 Lizenz ihr habt. In der Regel sollte das ein Pro sein, auch wenn man sich günstige Pro, CD-Keys holt. Das sollte in der Regel eigentlich immer schon die Pro-Version sein. Ansonsten, wenn ihr eine Education oder eine Home-Version habt, naja, im Worst-Case-Szenario müsst ihr das nochmal installieren. Ihr wisst jetzt aber bis dahin schon mal, wie ihr dahin kommt. Auch nochmal die Lizenzbedingungen akzeptieren und dann müsste die Kiste jetzt, nein, sie fängt nämlich noch nicht an zu rödeln, denn wir haben noch zwei Sachen. Upgrade, Windows installieren und Dateieneinstellungen behalten oder Benutzer definiert. Wir wollten nämlich das Benutzer definiert und jetzt haben wir hier die verschiedenen vier Partitionen auf der Platte. In der Regel muss man nur sich die größte schnappen. Das ist ja hier bei dieser 128 GB Version, diese 118 GB Version und die kann man dann formatieren. Ich weiß, es gibt auch genügend Leute, die hingehen und dann die kompletten Formatierungen einmal löschen, einfach mal alles aufheben. Kann man auch machen. Das ist halt jetzt einfach die Frage, wie man es gewohnt ist. In der Regel reicht es eigentlich schon aus, sich die größte zu schnappen, die einmal zu formatieren und darauf dann das alles zu installieren. Die anderen vier kommen von alleine. Für den Fall, dass es einer machen möchte, ich gehe jetzt einfach kurz hin, einmal alles platt machen, löschen, 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 löschen. So, die Partition auch noch löschen. Und jetzt, so haben wir es jetzt einmal komplett nicht zugewiesen. Wir haben den, jetzt haben wir alles zusammen. Und da sehen wir dann noch wieder diese schöne Umrechnung von Bytes in Bits, die uns dann immer, wo dann die Leute kommen und sagen, ich habe ja viel zu wenig. Einmal auf 9 klicken, die komplette Größe auswählen, wobei das wird dann standardmäßig sein, um sicherzustellen. Ja. Und jetzt guckt es euch an, nur damit ihr es mir glaubt. Zack, jetzt sieht es aus wieder wie vorher. Jetzt die große Partition ist standardmäßig ausgewählt. Wir machen einfach weiter und jetzt installiert er einmal Windows. Und nach einem Neustart sind wir jetzt im ganz normalen Windows 10 Einrichtungsmodus. Bedeutet mit dem WLAN verbinden, mit einem Windows-Account verbinden, die ganzen Zugriffsrechte gewähren oder nicht gewähren. Also ganz normales Einrichten. Jetzt sind wir im ganz normalen Windows-Desktop und ich würde als erstes empfehlen, vor allem anderen, in die Einstellung und Windows 10 die ganzen Updates fahren lassen, nach Updates suchen und so lange alle Updates erstmal installieren, bis alles up-to-date ist. Als nächstes würde ich dann die ganzen Standardprogramme installieren. Also da empfiehlt sich ja Ninite die Sammelseite, wo ich dann einfach einmal alles auswähle. Und das installiert sich dann in einem Rutsch. Da fällt einem dann auf, na, das Trackpad funktioniert vielleicht nicht so sauber oder von den Einstellungen, ich will mit zwei Fingern scrollen, das kann ich in den Einstellungen machen. Und das, was sich aber auch noch empfiehlt, ist einmal nach Mi Notebook Drivern zu googeln und da gibt's dann die komplette Sammlung. Da gibt's mehrere Seiten, die dann wirklich alle Treiber zur Verfügung stellen, wo man dann auch nochmal gucken kann, wie das hier mit Hotkeys ist, wie das mit Eingabegeräten ist, ob alles funktioniert. Bei mir war es jetzt so, ich brauchte eigentlich nichts zu installieren. Die ersten paar Windows-Apps haben dann alles gebracht. Nur den Touchpad-Treiber von Synaptex, der hatte sich dann empfohlen zum Installieren. Danach war dann doch einiges fluffiger funktioniert mit dem Trackpad in der Bedienung und dann auch von den Einstellungen war deutlich zu empfehlen. Das würde ich dann auch noch machen. Und dann bleibt als letztes nur noch die Sache mit der Windows 10 Aktivierung übrig. Dafür dann einmal in System gehen
Und ich glaube, unten war das dann im Punkt Infos. Da gibt es dann die ganzen Informationen, die wir bisher haben. Und da kann ich dann Sachen, da kann ich dann den Produktkey eingeben beziehungsweise auch ändern. Produktkey ändern, beziehungsweise wenn ich es noch nicht aktiviert habe, da kann ich dann auch den Produktkey eingeben, um es aktivieren zu können. Damit sind wir jetzt durch und ich kann noch eine Sache nochmal wiederholen. Mein erster Eindruck war damals wirklich positiv, nachdem ich die Kiste dann eingerichtet habe und sie ist auch nach einigen Wochen, fast Monaten im Einsatz, bin ich mit der Kiste noch zufrieden. So sehr, dass ich auch noch einen Blick auf die 13,3 Zoll große Version mit der zusätzlichen Grafikkarte werfen will. Ihr seht aber bei dieser ganzen Einrichtung, es ist doch nochmal ein bisschen mehr Aufwand, als wenn man sich ein Gerät aus dem Elektronikmarkt holt oder hier einfach in Deutschland online bestellt. Aber ich sag, das kann sich durchaus lohnen, wenn man, aber ihr müsst halt auch gewillt sein, da noch ein bisschen zusätzliche Arbeit reinzustecken. Das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!